Träum nicht, Josta. Du träumst ja schon wieder. Hast du denn gar keine Lust, irgendwas zu machen? Mach doch was, ich mach halt Nebel. Träum nicht. So ein Quatsch. Wenn Mutti mich ins Bett bringt, sagt sie immer, träum was Schönes. Aber am Tag sagt sie immer, träum nicht. Mittagspause. Dann wollen wir mal. Was war denn da unten? Da haben so Engel mit Flügeln. Engel. Mit Flügeln, na klar. Gib gleich Mittagessen, Josta. Hey du, Mittagspause. Da geht's nicht raus, das ist Glas. Glas. Die gucken immer und gucken und verstehen tun sie nix. War ganz schön gefährlich. Josta, komm, Mittagessen. Komme. Hast du gehört? Aber dröhne nicht so. Wasch dir vor dem Essen die Hände. Und dann ist die Fliege mit dem Flugzeug um die Wette gelaufen. Wirklich? Und fast wären die beiden zusammengestürzt. Und dann ist die Fliege immer über das Flugzeug drüber geflogen. So. Ja, ja, Josta, nun ist doch mal. Wird ja alles kalt. Sie sagt immer ja, ja, aber dann glaubt sie es doch nicht. Dann denkt sie wieder, ich hab bloß geträumt. Magst du noch was trinken? Träum nicht, Josta. Siehst du? Was ist siehst du? Bist hier schon wieder ganz woanders.
Was hast du gesagt? Ich habe dich gefragt, ob du nicht ein bisschen runtergehen magst. Du kannst auch oben bleiben, aber ich würde mich halt gern für eine halbe Stunde hingehen. Nee, Birgit kommt nachher. Aber dann mach was Vernünftiges. Du sitzt hier nur so da und träumst. Mal mir doch mal ein schönes Bild. Guck mal, Dave. Ach, hier aus der sei so lieben Hummer aus der Küche und Kugelschreiber, ja? Ja. Jetzt kommst du. Jetzt ist alles aufgelöst. Hier ausnahmsweise. Hier nehmen. Dass du dich sowas traust. Ich glaube, ich will schwindlig werden. Warte mal. Josta, wo steckst du denn? Ich hab's bloß vergessen. Vielleicht bin ich im Fliegen sicher. Dann wäre der Kugelschreiber viel zu schwer für mich, oder? Hey du, bleib doch hier, Mutti hat ihn doch schon längst geholt. Sie hört mich. Josta, bist du da? Ja. Ich dachte, du bist runtergegangen. Nee. Wenn ich fliegen könnte, würde Mutti ganz schön staunen. Vielleicht könnte sie dann immer sagen, flieg nicht, Josta, du fliegst ja schon wieder. Thank you.
Amen. Ich werde schlafen.
war die Fledermaus. Und weine. Das war der Jörg, der Blutjörg. Aber den Knopf habe ich noch. Der Jörg ist ja so gemein, dem ist nichts passiert. Der hat bloß gedacht, hat du Geld gefunden oder was? Und mein Fahrrad ist auch ganz verbogen. Thank you.
ist, dass der hat schöne rote Haare und braune Augen. Das ist noch da. Das steht fest. Träum nicht, Helga. Du träumst ja schon wieder. Mach was Vernünftiges. Ganz dicken Bauch. Da ist ja noch jemand. Ich bin das. Du hast ja gar nichts an. Ich bin doch in der Bettdecke. War das etwa was Vernünftiges? Ja. Ich glaube, wir müssen aufstehen.
deine Augen, denk dir was aus. Schon kommt eine Traumwelt direkt zu dir nach Haus. Hast du keinen Luftballon, träum dir einfach einen. Wenn du keinen großen willst, träum dir einen kleinen. Einer träumt von Sahnetorten, der andere von sechs Beinen. So hat jeder seinen Traum, du hast eben deinen. Hast du keinen Luftballon, träum dir einfach einen. Wenn du schon einen großen hast, träum dir noch einen kleinen. Einer träumt von Sahnetorten, der andere hat sechs Beine. So hat jeder seine Träume, du hast eben deine, du hast eben deine, du hast eben deine.